Hey, moin Leute, willkommen hier zurück auf meinem Kanal von Bequimbo. Na, okay. Hast du Wir irgendwas sind hier wieder Bestimmtes? dabei, hier unser Bike ein bisschen aufzurüsten hier beim Iron Mike Camp. Jetzt hier gerade mal geguckt, ich habe mir einen anderen Motor geholt, damit er ein bisschen stärker wird. Benzintank kann ich mir leider nicht holen, das wäre nämlich auch sinnvoll, hier mal einen größeren Benzintank einzubauen. Rahmen wäre vielleicht auch gut, aber da brauchen wir ja auch wieder diese Vertrauensstufen, hintere Federung. Lachgas ermöglicht dem Bike einen kurzen Geschwindigkeitsboost. Reifen. Ja, da kommen wir nicht Später oder weit. so. Später. Okay, Leute, wir Sag starten halt mich wieder an, wenn du was durch. brauchst. Wir müssen jetzt wieder mal sehen, was hier so Hast du passiert. was? Hey, wie läuft's? Und Ja, okay, bis dann. gucken, ob wir hier noch was in der Küche abgeben können, bei der Beute. Hey, wie läuft's? Alles verkaufen. Ein paar Öhrchen, okay. Das ist alles, was ich für heute habe. Ja, Leute, es geht jetzt natürlich auch darum, mal zu schauen, wie die Reise jetzt hier weitergeht. Wir sehen da jetzt 83 Meter irgendwo hinfahren. Keine Ahnung, wo das sein soll und was das sein soll. Ah, okay. Das heißt, fahre zur Position, welche Position das auch immer ist. Das ist jetzt hier wahrscheinlich unsere nächste Aufgabe. Dann schauen wir mal rein. Da kommt er. Dink, ich habe über deine Worte nachgedacht, was man machen könnte. Etwas Sinnvolles zum Besseren fürs Camp. Ich höre. Hast du etwas Zeit? Ich will dir was zeigen. Ja, ein bisschen Zeit hätte ich. Dann schauen wir mal, für was die Zeit Wo wollen haben. wir hin? Warst du schon mal bei den Höhlen nördlich des Sees? Ich kenne sie. Na los, mal sehen, ob du mithältst. Okay, los geht's. Joggen oder was? Das ist ja eigentlich so gar nicht mein Ding, habe ich rausgefunden. Kriegt man dann Probleme in den Beinen. Ich habe heute sowieso Sumpfdienst. Ich muss nachsehen, ob irgendwelche Freaks da im Matsch feststecken. Wann warst du das letzte Mal hier oben? Vor ein paar Jahren, glaube ich. Als ich klein war, wohnten wir in der verdammten Höhle. Mein alter Herr hielt sich für einen Geologen. Scheinen einige zu sein. Freaks, die in Schlamm stecken, meine ich. Ja, klingt so. Ja, lass mich das machen. Okay, das überlasse ich dir gern. Sehr schön. Ich glaube, Skizzo hat einen neuen Mann für den Job. Du weißt, was Skizzo mich mal kann. Jedenfalls, wie gesagt, er konnte ewig darüber reden, wie sich die Außenwände der Höhlen aus erkalteter Lava geformt haben, während in ihrem Inneren noch heiße Lava unter dem Gestein floss. Die großen Höhlen zogen die Touristen an. Die Metolius-Höhle da oben. Und es gibt noch viel mehr. Hier ist alles voller Höhlen. Jedenfalls schon mal eine interessante Landschaft hier. Richtig cooler Ausflug heute. Okay, wir nähern uns dem Highway. Leise jetzt. Krass. Oh Mann! Deshalb hast du mich hergebracht? Für den Gestank dieser verdammten Freaks? Halt, 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 halt! Dir nach! Wo wollen wir denn hin? Vertrau mir. Was ist das denn? Bleib unten. Was zum Teufel machen wir hier, Dick? Das ist doch bescheuert, selbst für einen verdammten Drifter! Warte, warte. Weißt du noch, was du mir über die Touristen erzählt hast, die im Sommer aus Kalifornien kamen und den Highway und die Interstate verstopft haben? Ja, im Juli stanken die Leute hier fast so übel wie die Freaks.
Tja, mit einer Sache hattest du recht. Diese Freaks, die großen Gruppen, die manche Horden nennen. Ich glaube, sie sind der Grund, warum sie nicht weniger werden. Wie meinst du das? Denk doch mal drüber nach, Mann. Ich gehe da draußen schon seit über einem Jahr auf die Jagd. Busa ebenso. Und Ricky, Skizzo, ein paar andere. Und wie viele Freaks habe ich wohl schon getötet? Ein paar. Ein paar, ja. Aber es werden irgendwie nie weniger. Und das heißt? Es sind diese Horden. Jede Nacht ziehen sie in endloser Reihe über den Santium Highway. Tausende von Freaks. Sie strömen ins Lost Lake Tal, nach Norden in die Cascades. Und du glaubst, sie kommen aus Kalifornien? Der Highway ist zu. Es war seit Jahren niemand mehr südlich vom Santium Pass. Für die Horden ist er nicht zu. Wir kommen wegen der Freaks nicht durch. Wie auch immer, der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass jede Nacht Horden hier durchkommen und wir nichts tun können, um sie zu stoppen. Krasse Horden hier. Ja, da hilft dir die Gun auch nicht viel. Tja, da hast du wohl recht. Ich habe bei dem Versuch viele Männer verloren damals. Ja, ich weiß. Ich war dabei. Und aus jeder Horde, die hier durchzieht, wandern ein paar ab oder sie verteilen sich aus irgendeinem Grund und dann überall Freaks, soweit das Auge reicht. Man muss sie nicht sehen, um zu wissen, dass sie hier sind. Wir müssen die Horden irgendwie daran hindern, hier durchzuziehen. Vielleicht können wir dann ihre Zahl reduzieren. Es sicherer machen. Mehr Land gewinnen und bewässern. Ja. Okay, und wie machen wir das? Du weißt verdammt gut, dass du keine, wie sagtest du, Horde angreifen kannst. Tja, das können wir wirklich machen. Ihr Geheimnis. Ich will verdammt sein. Ja. Sie sind den ganzen Tag über hier. Sie überwintern oder was zum Teufel Freaks tun. Also, woran denkst du, dass wir... Yep. Wir jagen das Ding hoch. Bisschen Dynamit da, da und da. Wir lassen den ganzen Scheiß einstürzen und schließen sie ein. Ja, so schließen wir ein paar hundert ein. Und was soll uns das bringen? Nein, du verstehst nicht. Wenn die Höhle dicht ist, dann haben sie keinen Schlafplatz mehr. Und wenn das verpisste Drecksloch austrocknet und nicht mehr stinkt, dann kommen keine neuen. Okay. Der Plan. Okay. Das klingt gut. Okay, los, erstmal zurück. So geht das also. Gut, meine Knie sind aufgewärmt. Mal sehen, ob du mithalten kannst. Ja, okay. Erzähl mal, wie bist du in der Außenwelt ein Experte für Freaks geworden? Verbringst du deine freie Zeit damit, sie zu verfolgen? Zu beobachten, wie sie ticken? Nicht ganz. Woher weißt du das denn alles? Was eine Horde gerade vorhat, wo sie schläft? Vor ein paar Tagen war ich nördlich vom Belknap-Krater, als ein Heli vorbeiflog. Ein Heli? Was zum Teufel? Hör mir einfach zu. Es war ein schwarzer Heli. Einer von diesen Nero-Hubschraubern, die überall unterwegs waren, als alles den Bach runterging. Und du hast einen gesehen, der noch flog. Ich bin ihnen nach. Hab ein Funkgerät geklaut, hab sie verfolgt, wollte sehen, ob sie eine Basis haben und Vorräte. Mann, ich wollte wissen, ob die Cops noch leben. Weißt du, was ich meine? Die machen hier draußen irgendwas mit den Freaks. Sie untersuchen sie oder so. Dafür haben sie die Ressourcen. Während wir hier verhungern und ums Überleben kämpfen. Ich bin ihnen hoch zu den Grottenhöhlen gefolgt. Kennst du die? Ja. Sie haben da Bewegungssensoren und zählen, wie viele Freaks tagsüber in der Höhle sind. Und, Mike, es waren Tausende. Tatsächlich. Sie sagten, alle Freaks beim Cascade-Gebirge südlich vom Crater Lake und im Norden hoch bis Smith Rock, alle nutzen diese Höhlen für den Ruheschlaf. Also, wenn wir diese Höhlen sprengen, dann sind es vielleicht ein paar weniger. Tja, das macht Sinn. Jetzt bald mal los hier. Jagen wir alles in die Luft.
Die ganzen Höhlenschläfer. Hey, diese Idee von dir, gar nicht übel, aber... Um sowas hinzukriegen, bräuchte man richtig viel TNT. Du sagtest, du willst Lost Lake sicherer machen und genauso wird es gehen. Okay. Okay, hör zu. Ich muss noch was erledigen, okay? Triff mich doch bei der Brücke. In ein paar Minuten. Ich weiß, wo wir was finden. St. John! Lava unter dem Gehstein. Iron Mike's Camp. Vertrauenspunkte. Verdienter Lebensunterhalt. Ziel, wenn ich für das Camp arbeite, darf Bruder bleiben. Du solltest vor einer Stunde bei der Farm sein. Ich habe gehört, da wartet eine Schaufel auf dich. Ja, Skizzer, ich habe zu tun. Also, Iron Mike und ich wollten gerade losfahren. Iron Mike und du? Du bewegst deinen Arsch heute dahin. Oder du und dein verkrüppelter Freund landen in der Außenwelt. Kapiert? Dann steckt ihr richtig in der Scheiße. Hey, ich kümmere mich drum. St. John, Ende. Ja, dann schauen wir mal, was jetzt noch so passiert. Irgendwie müssen wir jetzt mal hier Dynamit besorgen, oder? Bereit? Wo wollen wir hin? Dieses Mal musst du mir vertrauen. Tja, Leute, dann schauen wir mal jetzt, was hier mit Iron Mike so abgeht. Okay, wo fahren wir hin? Weißt du, was hier abgebaut wurde, überall in der Gegend? Ja, Quecksilber oder sowas. Genau, Zinnober, man extrahierte Quecksilber daraus. Viele Leute dachten, es wären Gold- oder Silberminen. Aber das stimmt nicht. Im frühen 20. Jahrhundert war Zinnober wertvoller als Gold. Zum Betreiben einer Mine braucht man TNT für Erweiterung, neue Tunnel, um Höhlen freizumachen und so weiter. Und um TNT besitzen zu dürfen, musste man sich im Bezirk registrieren und Zweitschlüssel für die Aufbewahrungskisten hinterlegen. Warte, das Bezirksgericht, wo zum Teufel ist das? Ich dachte, das weißt du. Das ist im alten Bundesgebäude. Im alten Bundesgebäude? Das in Sherman's Camp. Scheiße, Mike. Was zum Teufel? Du hast gesagt, du setzt nie wieder einen Fuß dorthin. Ach ja, ich erinnere mich nicht. Du warst betrunken. Direkt nachdem Joe getötet wurde. Hab ich dir gesagt, warum? Nein! Hier! Bieg hier rechts ab! Das ist es! Hey, wo sind wir hier? Mike, da wird es vor Freaks nur so wimmeln. Das ist keine gute Idee. Das Wetter hält, wird schon gut gehen. Okay, das da? Das ist das alte Bundesgebäude. Da wollen wir hin. Lass uns Ärger möglichst vermeiden. Bleib von den Häusern weg. Komm schon. Wir müssen da lang. Wo wollen wir hin? Folge mir einfach. Den Schlüssel hat der Commissioner. Und du weißt, wo der ist, wo seine Leiche ist? Ja, ich denke schon. Weißt du, was hier passiert ist? Ja, alle wurden getötet. Frauen, Männer, Kinder. Nur wenige konnten entkommen. Du warst einer davon, oder? Nur zwei entkamen. Aber nicht die Freaks haben alle ausgelöscht. Wie meinst du das? Hier. Machen wir mal lieber mal die Axt auf 100%. Weil ich habe das Gefühl, Ja.
Cup. Was zum Teufel, Mike? Nach 2 Wochen hatten wir keine Munition mehr. Es gab einen Waffenstillstand. Ein Treffen. Genau hier. Oh, wir wussten, was kommt. Wir wussten, was kommt und waren vorbereitet. Ein Kampf. Zwar nur kurz. Aber heftig. Sie hatten doch noch etwas Munition und verdammt. Du siehst ja, was sie getan haben. Wie ich sagte, 2 Leute verließen die Stadt, als alles erledigt war. Und manchmal... wünschte ich, ich wäre nicht einer von ihnen. Der Commissioner ist der Typ im Anzug. Hol den Schlüssel, damit wir verschwinden können. Der hat einen Schlüssel einstecken, oder was? Die Höhlen sind dir doch eigentlich scheißegal. Du hast mich hergebracht. Du hast mich hergebracht, damit ich das hier sehe. Falsch. Hast du den Schlüssel? Wir holen uns die Karten von den Minen, so wie geplant, und damit finden wir mehr als genug TNT, um jede Höhle im Tal dicht zu machen. Bullshit. Mit einer Sache hast du recht. Ich find's gut, dass du's gesehen hast. Ich kann dir nicht folgen, Mike. Ich rede über den kommenden Krieg mit den Rippern. Der, auf den Schizo so heiß ist. Glaubst du, ihn interessiert, wer stirbt, Freund oder Feind? Schon gut. Komm, legen wir los. Da ist die Tür. Hier ist alles verrammelt. Nicht aufzukriegen. Komm schon, wir müssen den Weg nach oben finden. Riecht, als wäre hier was gestorben. Krabbler. Ja, ich riech's. Schöne Scheiße. Ich habe Kinder nie gemocht, die haben mich immer genervt. Das war immer ein Streitpunkt zwischen mir und Elizabeth. Gott hab sie selig. Was finden wir denn jetzt hier? Okay. Gut, das war's dann. Jetzt haben wir Karten zu jeder Mine im Bezirk und wissen, wo ihr Dynamit ist. Okay, dann los. Hörst du das? Ja. Und erwartest du vielleicht jemanden? Nein. Kann ich mich auf dich verlassen? Hey, ich fange nicht deinen Ärger an, aber ich bring's zu Ende, wenn's sein muss. Bleib hinter mir. Hey, ich kann auf mich selbst aufpassen. Klar kannst du das, aber weißt du noch letztes Mal, als wir hier draußen waren? Ja, wie gesagt, ich bleibe hinter dir. Ich war kurz verwirrt. Ich komme. Bleib unten. Ich mag das. Freeze. Wir schaffen das. Wir die ganze verdammte Stadt zu uns. Ah!
So ein Scheiß, ey. Irgendwie sind wir draufgegangen. Mal schnell hier weg. Ja, super. Das ist halt scheiße, ja. Was ein Chaos! Jetzt weißt du, warum niemand Shermans Camp betritt. Wenn Eddie rausfindet, dass wir hier unseren Arsch riskieren, dann wird sie sauer sein. Naja, aber wie sollte sie das jemals erfahren? Von mir nicht. Da fahren wir mal los. Ja, Leute, da haben wir mal hier ein bisschen was abgeholt. Also wegen der Ripper. Warum wolltest du, dass ich den Scheiß sehe? Weißt du, Dick, du erinnerst mich ein bisschen an mich. Und früher. Wie das? Mir ist alles scheißegal. Du sorgst dich um deinen Freund, willst nicht, dass er stirbt. Aber um mich, irgendjemand anderen auf diesem Planeten. Ich glaube nicht. Wer sich sorgt, der stirbt. Ja, das stimmt. Aber weißt du was? Er ist nicht tot. Stirbt ebenso leicht.
aus Shermans Camp haben sich irgendwann nur noch um sich selbst gekümmert. Es ist leicht, jemanden zu töten, wenn er nur ein Stück Fleisch ist, das einem im Wege steht. Skizo will die Ripper töten, weil er glaubt, dass sie nicht mehr menschlich sind. Sie zählen nicht. Sie sind keine Menschen. Stehen ihm im Weg. Tja, ich glaube diesen Scheiß nicht. Ich lasse das nicht zu. Aha. Wieder was dazugelernt. Mal sehen, wann wir mal die ganzen Höhlen zum Einstürzen bekommen, dass wir hier diese ganzen Horden ausschalten können. Weißt du, Skizzo, er fragt sich, warum ich Pazifist bin. Also, so nennt er mich gern. Er glaubt, dass ich noch alle draufgehen lasse. Tust du das, Mike, lässt du alle draufgehen. Freaks wird es nicht ewig geben. Und wenn sie weg sind, dann brauchen wir ein paar Leute hier, die beim Aufräumen helfen. Hey, hör zu. Hey. Ich mag Carlos und seine Ripper nicht. Genauso wenig wie Tucker oder Copeland und seine verdammten Trucer, klar? Aber hey, hör zu. Es ist so, Deke. Ich schlag mich nicht darum ein, von ihnen zu töten. Ich habe genug getötet. Auch wenn Carlos Ärger macht. Ich halte Wort. So viel ist sicher. Ja, haben wir unseren Ausflug beendet. Kann ich mich auf dich verlassen? Ja, kannst du. Verdienter Lebensunterhalt. Was freigeschaltet? Wir alle Taten, Dinge. Herstellungsrezept, Attackdown. Die Bombe, der Marius Geburtstag. Stoffmission. Ja, Leute, wir haben jetzt diesen kleinen Ausflug gemacht hier mit Iron Man. Nein, Mike. Darauf will ich nicht. Iron Mike. Haben wieder Fertigkeitspunkte bekommen. Fähigkeit, schwächere Gegner durch Treffer mit einem Stein zu betäuben. Das ist auch gut. Rock'n'Roll gemeistert. Triffst du mit dem Stein einen schwächeren Gegner, ist er betäubt und du kannst ihn im Tarnmodus erledigen. Halte R1 gedrückt, um ihn zu öffnen. Gut. Okay, gut. Ein Waffenstillstand hält nicht. Ja, ausnahmsweise gebe ich Skizzo recht. Die Ripper, das sind keine Menschen. Nicht mehr. Ja, Leute, wieder mal der Story ein Stückchen weiter, ein Stückchen näher gekommen sozusagen. Habt ihr ja gesehen hier, worum es jetzt hier eigentlich geht, ne? Also, es geht ja darum, das ist alles für im Prinzip diese ganzen Horden auszuschalten, damit man hier ein bisschen Ruhe im Land hat, weil, ja, die sind halt überall und die werden auch nicht weniger. Das ist nämlich jetzt die große Frage, ob man das hinkriegt. Ja, und das werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal in Angriff nehmen und werden die Story halt weiterverfolgen. Da ist aber an der Stelle jetzt für heute erstmal Schluss und haben wir hier den kleinen Ausflug hier mit Iron Mike auch beendet. Ja, und beim nächsten Mal schauen wir mal, was uns da erwartet. 777 Tage sind vergangen, Story-Mission. Was haben wir? Moment. Und hier ist Geburtstag. Deacon spürt ein Neo-Feldforschungsteam auf. Okay. Nichts davon stimmt. Fahre zum Neo-Flüchtlingslager. Ist Stücke gerissen. Okay, das sind so diese anderen Sachen. Naja, da kommen bestimmt auch noch neue Aufgaben. Fahre zur Position an Heroes Geburtstag. Ja, das werden wir wahrscheinlich dann beim nächsten Mal machen. Da gibt es ja wahrscheinlich auch noch ein anderes Gameplay dann von mir. Tja, Leute. An der Stelle sage ich wieder mal ciao und bye bye und wir sehen uns auf jeden Fall ja, bei der nächsten Ausgabe, wenn es hier weitergeht.
mit der Geschichte hier. Okay, also, macht's gut. Tschüss.